Die Ukraine hat aus Deutschland, wie angekündigt, vor Jahresende ein zweites Flugabwehrsystem vom Typ Patriot erhalten. Raketen für die Patriot seien mitgeliefert worden. Das teilte die Bundesregierung mit in ihrer Auflistung der Rüstungshilfen. Darüber hinaus erhielt die Ukraine auch weitere 9 Ketten Mehrzweckfahrzeuge, Artilleriegeschosse vom Kaliber 155 außerdem. Deutschland schickte auch 3 weitere mobile ferngesteuerte Minenräumgeräte und 8 Tankfahrzeuge. Deutschland hat einen wichtigen Anteil daran, dass die Ukraine mittlerweile besser gegen russische Luftangriffe mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen geschützt ist. Die russische Armee hat in der Ukraine oder hat die Ukraine nach Angaben Kiews in der Nacht erneut mit Dutzenden Drohnen angegriffen. Moskau habe 42 Drohnen iranischer Bauart vom Typ Shahed abgefeuert. Das erklärte die ukrainische Luftwaffe im Online-Dienst Telegram. 41 von ihnen seien zerstört worden. Hauptziel der Angriffe sei die Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine gewesen. Nach Angaben der örtlichen Militärverwaltung wurden durch herabstürzende Drohnentrümmer 11 Menschen, unter ihnen 3 Kinder, verletzt. 11 Gebäude seien beschädigt worden. Aus Moskau zugeschaltet ist unser Korrespondent Christoph Wanner. Christoph, wie gerade gehört, der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter. Wie ist denn momentan die Lage an der Front? Bewegt sich da was? Um das vielleicht mit einem Wort kurz und prägnant zusammenzufassen: Druck. Enormer Druck der Russen, vor allem ganz im Osten des Kriegsgebietes. Das beginnt eigentlich schon relativ weit im Nordosten oben bei Kupinsk, dann geht das runter Richtung Seversk, Bachmut, Avdiivka, Marinka. Überall dort sind die Russen am Angreifen. Und so wie ich das hier beobachte, ich muss da aber einschränkend hinzufügen, dass ich natürlich auch nicht den kompletten Einblick habe, ist es so, dass die Russen an all diesen Frontabschnitten leicht vorankommen. Aber dieses leicht darf einen jetzt nicht täuschen, weil leicht vorankommen tun sie fast jeden Tag. Das heißt, diese Walze, die scheint zu funktionieren, und dieser Druck, der scheint auch Ergebnisse zu bringen. Wie ich das sehr oft sage, das sieht man jetzt nicht an der Landkarte tagtäglich mit großen Sprüngen nach vorne, sondern das ist wirklich meterweise, 100 meterweise, jeden Tag oder fast jeden Tag, dass die Russen sich Richtung Westen vorarbeiten. Und man muss es immer wieder sagen, unter schweren Verlusten. Aber Wladimir Putin ist wohl bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ich glaube, anders kann man das gar nicht formulieren. Und noch eine Sache, die heute Nacht passiert ist, was nicht so oft vorkommt, ist, dass die Russen mit den Kinschal-Hyperschallraketen angreifen. Und da gibt es einen Luftwaffenstützpunkt der Ukrainer, der den russischen Streitkräften ein besonderer Dorn im Auge ist. Das ist Starokonstantinow. Das ist relativ weit im Westen der Ukraine bei Chmelnytskyi, bei dieser Stadt. Und da sind die Su-24 stationiert, die alten sowjetischen Bomber, die umgebaut wurden zum Trägersystem für die Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow, britisch-französisch. Diese Waffen haben die Ukrainer schon länger, und die richten immer wieder, vor allem im russischen rückwärtigen Raum, großen Schaden an, vor allem auf der Krim. Und die Russen haben jetzt versucht, mit der Kinschal da ebenfalls für Zerstörungen zu sorgen. Das ist ein sowjetischer Luftwaffenstützpunkt, soll heißen, dass da besonders stabil gebaut wurde damals. Und diese ganzen Hangar, wo die Flugzeuge stehen, die sind also extrem stabil. Und da versuchen die Russen jetzt mit allen Mitteln eben dagegen vorzugehen, um die Sukhoi 24 auszuschalten. Nach dem Motto, kein Trägersystem, keine Marschflugkörper, die den Russen Schaden zufügen können. Ungefähr so sieht das aus. Und noch eine letzte Information. Die Achillesferse der Russen sehe ich im Bereich Cherson. Die Brückenköpfe der Ukrainer am östlichen Dnieperufer, das ja eigentlich von Russland kontrolliert wird. Und da beschweren sich auch immer die Blogger, gerade auch vom Portal Ribar, dass Russland nicht imstande ist, diesen Brückenkopf bei Krinki vor allem zu liquidieren.
Und jetzt gibt es da in der Berichterstattung eine Kehrtwende. Auf einmal heißt es, dass das kein Brückenkopf ist, der den Russen Probleme bereitet, sondern dass das Ganze eine Feuerfalle sei, die die Russen extra aufgemacht haben, damit die Ukrainer da ihre Marineinfanterie reinschicken, damit man die besser liquidieren, eliminieren kann. Das ist jetzt die russische Lesart, die neue Lesart auch von Michael Swintschuk von Telegram-Portal Ribar. Und da macht man jetzt verbal, wie ich das denke, aus der Not eine Tugend. Denn de facto sind die Brückenköpfe für die Russen sehr wohl ein Problem. Christoph, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie sind denn die Reaktionen in Moskau darauf, dass die Ukraine nun offiziell ein EU-Beitrittskandidat ist? Russland ist kategorisch gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine in einem westlichen Bündnis. Ob das jetzt die EU ist oder die NATO ist, da gibt es natürlich Unterschiede. Die EU ist jetzt für Russland wahrscheinlich weniger problematisch, als es eine Mitgliedschaft in der NATO wäre. Die NATO ist eine militärische Organisation mit Artikel 5 des NATO-Vertrages, Bündnisfall. All das gibt es ja in der EU so nicht, aber trotzdem ist Russland dagegen. Jetzt ist es so, dass diese Verhandlungen ja noch nicht mal begonnen haben, dass man das aufnehmen will, dass das alles jahrelang dauern kann, wahrscheinlich auch wird, und dass da noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern ist. Ich denke, dass das Wesentliche, was man hier in Moskau sieht und worauf es Wladimir Putin auch ankommt, ist, dass die Russen Risse beobachten in den westlichen Bündnissen, dass das Ganze mit der Ukraine-Unterstützung eben nicht mehr so kompromisslos läuft, dass da nicht mehr diese uneingeschränkte Hilfe da ist, dass diese Phalanx nicht mehr da ist, dass jetzt Ungarn viele Kritikpunkte immer wieder hat, dass die Republikaner nicht sofort die 61 Milliarden Ukraine-Hilfe freigeben wollen, dass die 50 Milliarden der EU nicht an die Ukraine laufen, fließen noch. Das sieht man in Russland. Und das bestärkt Putin in seinem Abnutzungskampf, in seiner Zermalmungsstrategie. Er braucht nur den längeren Atem haben und dann irgendwann wird der Westen so müde sein, dass diese Hilfe eben einschläft. Das ist das Kalkül des russischen Präsidenten. Christoph Wanner, vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen aus Moskau. Und diese Einmeldung hat uns eben erreicht. Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 38 in Sachsen-Anhalt sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Geisterfahrer dafür verantwortlich. 2 Fahrzeuge stießen offenbar am frühen Morgen zwischen Querfurt und Eisleben zusammen. Eines davon war nach ersten Erkenntnissen der Falschfahrer. Die Autobahn 38 sei in Richtung Göttingen zwischen Querfurt und Eisleben gesperrt worden. Und wir schauen auf die Ereignisse in Berlin und im niederländischen Rotterdam. Dort sind nämlich gestern insgesamt 4 mutmaßliche Anhänger der militant-islamistischen Hamas festgenommen worden. Die Männer sollen Verbindungen zu Führungskräften der Qassam-Brigaden haben, dem militärischen Flügel der Hamas. Einer der Verdächtigen soll Weisungen von Führungskadern im Libanon bekommen haben. Offenbar sollten Waffen für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden. Bundesinnenministerin Faeser sagte, man habe die islamistische Szene im Visier. Auch in Dänemark gab es wegen des Verdachts der Vorbereitung von Anschlägen 3 Festnahmen. Zugeschaltet ist jetzt unsere Reporterin Dorothea Schupelius, und zwar aus Berlin-Mitte. Dorothea, du bist nämlich an einem der Orte, die gestern durchsucht worden sind. Was weiß man denn über die Festgenommenen Stand jetzt? Die 4 Festgenommenen, davon sind 2 aus dem Libanon, einer aus dem Ägypten und einer aus den Niederlanden. Und ich möchte mich jetzt aber auf einen der Verdächtigen aus dem Libanon konzentrieren. Ich trete nämlich einmal kurz zur Seite. Wir befinden uns in der alten Jakobstraße und hier hinten in dem Hinterhof, in dem Seitenflügel, hat gestern die Razzia stattgefunden von dem einen Verdächtigen, der hier gelebt hat oder lebt. Die Polizei hat auch viele Datenträger beschlagnahmt, persönliche Gegenstände. Und nun wird eben die Anklage vorbereitet. Den Verdacht habt ihr ja eigentlich auch gerade schon vorgelesen, aber noch mal zur Erinnerung, es geht darum, enge Kontakte zu der Terrororganisation Hamas gepflegt zu haben und nicht nur das, sondern auch Waffendepots hier in Europa aufgesucht zu haben und mit diesen Waffen dann Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Berlin oder Europa und Deutschland zu planen. Im Zuge der allgemeinen Terrorgefahr momentan ist das natürlich ein großer Erfolg für die Innenministerin und auch für die Sicherheitsdienste in Deutschland, und ganz genaue Details haben wir auch noch mal in einem Beitrag zusammengefasst. Lass
Lass uns in den einmal kurz reinhören und dann nochmal sprechen. Vermummt und mit Spürhunden dringen die Einsatzkräfte der Polizei in dieses Mehrfamilienhaus in Berlin-Mitte ein. Drei Männer werden unter Terrorverdacht festgenommen. Ein Ägypter, ein Niederländer mit arabischen Wurzeln sowie ein Mann, der aus dem Libanon stammt. Es geht darum, dass die Beschuldigten beschuldigt werden, Teil des militärischen Flügels der Hamas zu sein. Die Sicherheitsbehörden vermuten, dass diese Leute schon mehrere Jahre bzw. längere Zeit hier in Europa und in Deutschland aktiv gewesen sein sollen. Und sollte sich dieser Verdacht bestätigen, wäre das tatsächlich neu, weil man bisher eigentlich gedacht hat, dass Europa für die Hamas ein Rückzugsraum ist, aber kein Aktionsort. Und Aktionsort bedeutet, den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, einen Anschlag auf jüdische Einrichtungen vorbereitet zu haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten die Einsatzkräfte nach Angaben der Bild-Zeitung Datenträger sicherstellen sowie mehrere Kühlpacks. Das Gel darin enthalte Ammoniumnitrat, heißt es, eine chemische Zusammensetzung, die auch zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden könne. Spätestens seit dem Frühjahr 2023 soll einer der Beschuldigten versucht haben, ein Erddepot mit Waffen ausfindig zu machen. Ein Depot, das die Hamas schon vor längerer Zeit angelegt haben soll. Die Anweisungen soll der Mann von Führungskadern der Hamas im Libanon bekommen haben, so die Bundesanwaltschaft. Mit den Waffen sollten nach bisherigen Erkenntnissen Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa verübt werden. Der Hinweis auf die mutmaßlichen Terroristen kam offenbar von ausländischen Geheimdiensten. Bundesjustizminister Buschmann würdigte den Fahndungserfolg. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die mit diesem Ermittlungserfolg ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass Jüdinnen und Juden in Europa weiterhin in Sicherheit und Frieden leben können. Dennoch warnt der israelische Botschafter Ron Prosor: Wir haben es immer befürchtet, nun wissen wir es. Die Hamas und ihre Handlanger haben Anschläge in Europa geplant. Unser Dank gilt den Sicherheitsbehörden, die uns dieses Mal geschützt haben. Und Bundesinnenministerin Faeser versichert, die Festnahme von 4 mutmaßlichen Mitgliedern der Terrororganisation Hamas zeigt, dass unsere Sicherheitsbehörden äußerst wachsam sind und konsequent handeln. Wir haben die islamistische Szene im Visier. Und das nicht nur in Deutschland. Auch in den Niederlanden, genauer in Rotterdam, wurde ein mutmaßlicher Unterstützer der Berliner Terrorverdächtigen festgenommen. Ich habe ja schon erwähnt, ein großer Erfolg für die Innenministerin und die Sicherheitsbehörden in Deutschland. Einordnend ist aber wichtig zu erwähnen, dass wir ja gerade auch im Beitrag erfahren haben, es waren wieder mal ausländische Geheimdienste, die uns gewarnt haben. Wir erinnern uns auch vor einer Weile die 2 Jugendlichen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant hatten. Das waren auch ausländische Geheimbehörden. Also hier muss man einfach nochmal die Kritik, die der Innenministerin ja auch ausgesetzt ist, wiederholen, dass eben die Geheimdienste in Deutschland vielleicht nicht ganz so reibungslos funktionieren wie die amerikanischen und dass die Innenministerin unter Umständen, so sagt es zumindest die Opposition, auch zu spät gehandelt hat. Zum Beispiel das Hamas- und Samidun-Verbot zu spät ausgesprochen hat und zu spät reagiert hat auf Gruppierungen und Bewegungen, die sich jetzt in Europa und auch in Deutschland und halt auch mitten in solchen Wohngegenden wie hier, das ist auch sehr interessant zu sehen, hier ist ein Blumenladen, hier ist ein Café und hier dann diese Wohnung. Und diese Person hat dann enge Kontakte zu den Hamas-Terroristen, die diesen brutalen Angriff auf Israel am 7. Oktober gestartet haben. Also, dass es in Europa auch angekommen ist und eine große Rolle spielt, da zu spät reagiert zu haben in Deutschland. Das ist die Kritik der Opposition, der CDU und der AfD. Und man sieht hier eben auch wieder, besser gearbeitet haben die ausländischen Geheimdienste, gut reagiert haben dann die deutschen Behörden. Dorothea Schupelius, vielen Dank. Im Studio begrüßen wir den Terrorexperten und Sicherheitsberater Malte Ruschinski. Guten Morgen hier bei Welt. Herr Ruschinski, schauen wir mal auf diese Adresse. Ich meine, das ist nicht irgendeine. Das ist Berlin-Mitte, das ist die alte Jakobstraße. Welche Rückschlüsse lassen sich denn auch darauf ziehen, dass diese Person dort wohnhaft war? Ja, das ist eine Wohnanlage, die in den 90er Jahren gebaut wurde, in der sich viele kleinere Wohnungen befinden, in denen zum Beispiel Diplomaten aus aller Welt wohnen, wo man relativ anonym sich zunächst aufhalten kann und wohnen kann. Auf der anderen Seite sind das sehr, sehr hohe Mieten. Sie müssen da rechnen mit auch für 30 Quadratmeter Einzimmerstudio um die 1200 kalt.
Das ist durchaus normal. Das bedeutet, dass also eine erhebliche Finanzierung auch dahinter stecken muss. Diese Wohnung dort kann sich nicht jeder einfach leisten, sondern das muss langfristig finanziert sein. Das deutet so ein bisschen auch darauf hin, was auch die anderen Indikatoren sind, dass wir hier möglicherweise eine doch europaweit agierende Struktur haben, die eben nicht einfach nur einzeltätermäßig so ein bisschen leicht finanziert ist, sondern wo eine Struktur hintersteckt. Und nach Ihrer Einschätzung, ist Europa da ein Schwerpunkt oder eines unter vielen? Wir haben ja zumindest gehört, bei der italienischen Mafia, da ist Deutschland mittlerweile offenbar eine Art Dreh- und Angelpunkt geworden. Was interessant ist, dass wir bei den Festgenommenen auch Libanesen dabei haben, die eben auch nach Libanon Verbindungen gehabt haben sollen zu Hamas. Normalerweise steht das eher unter der Kontrolle der Hisbollah, die wiederum auch weltweit agiert. Das könnte interessant sein, weil möglicherweise sich eine parallele Struktur der Hamas zu Hisbollah herausgebildet hat, möglicherweise auch weltweit, aber in jedem Fall in Europa. Und scheinbar auch in der Vergangenheit schon vor längerer Zeit offenkundig ein Waffendepot angelegt worden ist. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis, denn es wurde offensichtlich vorbereitet, unspezifisch irgendwann einmal Anschläge durchführen zu können, zumindest die Fähigkeit, die technische Fähigkeit zu haben. Auf der anderen Seite deutet es darauf hin, dass es schon vor längerer Zeit passiert sein muss, dass nicht mal dasselbe Personal für die Verwaltung vorhanden gewesen sein muss, denn es ist verloren gegangen. Es wurden Leute geschickt, um das zu suchen. Aber Stichwort Waffendepots, auch da ging es ja wohl bei den vier Festgenommenen darum, dass die wohl ausgekundschaftet haben, wo kann man die hinstecken. Da ist von Erdlöchern die Rede im Umfeld von Berlin, im Brandenburgischen. Ist das Taktik dieser, ich sag mal, Kampfeinheiten der Terroristen? Es sieht eher so aus, dass es bereits ein Waffendepot gegeben haben soll, was nun wieder aufgefunden werden sollte. Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt genügend Waffen anzusammeln, die für größere Operationen als Depot eben dienen können, ist eher schwierig im Lichte der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen oder auch der erhöhten Bereitschaft der Sicherheitsbehörden. Das heißt, es ist zu einem Zeitpunkt passiert, zu dem das noch möglich war, etwas leichter Waffen zu organisieren. Und es muss natürlich jetzt ermittelt werden, wie groß soll dieses Depot sein? Ist es jetzt gefunden worden? Haben die Sicherheitsbehörden jetzt die Suche fortgesetzt? Denn mit Sicherheit wurde hier eine Zeit lang auch beobachtet, von Seiten der Sicherheitsbehörden, um sich von den Verdächtigen zu diesem Depot führen zu lassen. Und jetzt ist die Frage, ist das schon entdeckt oder noch nicht? Eben haben wir gehört von unserer Reporterin, es gibt diesen Vorwurf der Opposition, dass es hier wieder ausländische Geheimdienste waren, die eben die entscheidenden Hinweise gegeben hätten. Wir haben aber eben gehört von Rainer Wendt, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, dass es mittlerweile eigentlich ziemlich gut läuft, die Zusammenarbeit mit den ausländischen Geheimdiensten. Besser ginge immer, aber dass sich da in Deutschland doch sehr viel verbessert hat in der letzten Zeit. Ist das auch Ihre Einschätzung? Ja, die Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten funktioniert gut. Es gibt immer wieder Hinweise, die eingehen. Es ist natürlich so, dass die initialen Hinweise, also die ersten Hinweise darauf, dass es zum Beispiel terroristische Strukturen gibt, die in Vorbereitung einer Tat sind oder mehrerer Taten, kommen in der Regel von ausländischen Partnerdiensten. Und das bedeutet, dass die deutschen Sicherheitsbehörden eben noch zu selten in der Lage sind, sowohl von der Kapazität als auch von den rechtlichen Rahmenbedingungen her, hier proaktiv zum Beispiel selbst digital aktiver zu durchsuchen. Denn genau diese Hinweise kommen sehr häufig zum Beispiel von den amerikanischen Partnerdiensten. Matej Oshinski, danke für das Gespräch. Danke. Wir schauen nach Brüssel. Ungarn hat die Auszahlung weiterer EU-Hilfen für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro blockiert. Damit will die EU-Kommission eigentlich die Ukraine in den kommenden 4 Jahren vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch bewahren. Gefeilscht wurde außerdem um Mittel für den Außengrenzschutz und für Migrationsabkommen mit Drittländern. Auch hier legte nur Ungarn sein Veto ein. Erfolg dagegen auf anderem Gebiet. Die Ukraine und die Republik Moldau sind nun offiziell Beitrittskandidaten der Europäischen Union, obwohl Ungarn seinen Widerstand ebenfalls angekündigt hat. Den EU-Gipfel in Brüssel verfolgt unser Reporter Marco Reinke für uns. Marco, 26:1 ist hier mehrmals das Verhältnis bei den verschiedenen Themen. Viktor Orban blockiert immer wieder die Vorhaben aller anderen. Wie gehen denn die anderen Staatschefs damit um?
Also man hat hier gestern doch schon sehr großen Unmut zu hören bekommen. Also es war offenbar auch so, dass man am Verhandlungstisch versucht hat, immer wieder auf Viktor Orbán einzuwirken. Das Ganze offenbar auch über Stunden. Und am Ende konnte man ihn zwar nicht argumentativ brechen, aber beim Thema Beitrittsverhandlungen konnte dann ja Olaf Scholz mit einer kleinen List, mit einem Trick dann doch noch für einen einstimmigen Beschluss sorgen. Gleichwohl ist es so, dass man jetzt natürlich noch einmal vor der Blockade oder noch einmal vor dem Problem steht, wie weiter mit dem Thema Ukraine-Hilfen, wie weiter mit den 50 Milliarden für die Ukraine. Da gibt es dann schon im Januar eine weitere Verhandlungsrunde. Und auch da ist aber bisher nicht so richtig abzusehen, dass dann der ungarische Ministerpräsident einlenken könnte, dann doch zustimmen könnte. Und beim Thema Beitrittsverhandlungen sei dazu gesagt, dass auch hier noch ein weiter Weg ist. Es ist an sich eine historische Entscheidung, das kann man schon so nennen. Aber man muss dazu sagen, dass bereits im März bei einem weiteren EU-Gipfel dann das sogenannte Verhandlungsmandat beschlossen werden muss, auch wieder einstimmig. Und auch dann ist die Zustimmung Ungarns nötig. Und da könnte es dann zu einer weiteren Blockade kommen. Und gleichzeitig könnte es natürlich dann auch im Laufe der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine bei jedem dieser Verhandlungskapitel, die es dann ja gibt, beim Öffnen und Schließen, wie das dann quasi im Bürokratischen heißt, jeweils auch noch einmal zu einer Blockade von Seiten Ungarns kommen. Also in trockenen Tüchern ist bei dem Thema noch gar nichts. Der belgische Staatschef, der hat gestern hier bei seiner Ankunft den Satz gesagt, man sei hier nicht auf einem ungarischen Basar. Und das zeigt, glaube ich, schon diesen Unmut. Gestern auf jeden Fall war es doch deutlich 26 gegen 1. Marco Reinke, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Brüssel. Israels Verteidigungsminister hat die USA auf einen noch länger andauernden Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen eingeschworen. Die Terrororganisation habe eine unter- und oberirdische Infrastruktur errichtet, die nicht einfach zu zerstören sei. Das sagte Gallant dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Sullivan, in Tel Aviv. Im Anschluss traf Sullivan Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. Der bekräftigte, dass Israel den Krieg gegen die Hamas fortsetzen werde. Die bislang getöteten israelischen Soldaten seien, Zitat, nicht umsonst gefallen. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen war zuletzt international immer mehr der Druck gewachsen, auch aus den USA. Der türkische Schiedsrichter Halil Umut Mela, der bei einem Fußballspiel in Ankara verprügelt wurde, hat das Krankenhaus wieder verlassen können. Mela ist bei einem Spiel der Super League vom Präsidenten des Teams Ankara Gücü mit einem Faustschlag angegriffen und niedergestreckt worden. Zudem wurde auf den Mann eingetreten. Der Schiedsrichter zog sich dabei Verletzungen am Auge und ein Schädeltrauma zu. Der Skandal schlägt hohe Wellen in der Türkei. Der Angreifer Faruk Koca ist unmittelbar nach seinem Angriff von seiner Tätigkeit als Vereinspräsident zurückgetreten. Und auch Staatspräsident Erdogan hat sich bei dem verletzten Schiedsrichter gemeldet und seine Genesungswünsche ausgerichtet. So, ist Freitag, liebe Zuschauer und Zuschauer, wie wird's Wetter, Lala, am Wochenende? Es ist eine stabilere Lage als das, was wir unter der Woche erlebt haben. Aber die Jahreszeit lässt es nicht zu, dass wir ganz ohne Regen ausbleiben. Morgen Vormittag, ich bin unterwegs, Baumschlagen. Also weiß, Weihnachten steht ja vor der Tür. In Berlin ist noch ein bisschen unklar, aber es sieht erst mal ganz gut aus. Das lobe ich mir, danke. Ah, ich würde mein Geld trotzdem noch nicht draufsetzen. Wir schauen mal. In vielen Regionen versteckt sich die Sonne heute hinter einer grauen Wolkendecke. Das Tiefdruckgebiet über Russland und das Hochdruckgebiet über dem Atlantik lenken gemeinsam kühle Luftmassen zu uns nach Deutschland. Das Hochdruckgebiet wird morgen sein Zentrum über Frankreich haben und dann auch unser Wetter stabilisieren. Wir erwarten Sonnenschein und Hochnebel. Heute zieht aber erstmal eine schwache Mischfront aus warmer und kalter Luft übers Land. In den Niederungen nieselt es etwas, im Harz, im Erzgebirge und am Alpenrand sind aber auch Flocken mit dabei. Wenn die Niederschläge den Süden erreichen, dann reißt es im Westen immer wieder auf. Von Niedersachsen bis Berlin-Brandenburg und Vorpommern ist der Himmel aber so dicht, hier kommt kaum ein Sonnenstrahl durch. Keine große Veränderung gibt es bei den Höchstwerten. Heute zwischen 2 Grad im Fichtelgebirge und 9 Grad im Breisgau. 5 Grad erwarten wir in München, 7 Grad in Hannover und Hamburg, 8 Grad in Köln, 5 Grad bei uns in Berlin.
Ganz ohne Regen geht das Wochenende nicht über die Bühne. Samstag ist der Osten dran, Sonntag dann der Norden. Das Atlantikhoch sorgt aber vor allem im Westen und im Süden für trockenes Wetter. Nebel und Hochnebel, aber auch viel Sonnenschein sind dabei. Die neue Woche startet dann mild mit bis zu 13 Grad. Danke, Lale, fürs Wetter. Gerne. So, kurze Pause hier bei uns. Dann schauen wir noch mal auf diese Festnahmen gestern von 4 mutmaßlichen Hamas-Anhängern. 3 in Berlin, einer in Rotterdam. Und sprechen darüber mit unserem Reporter Alexander Dinger. Denn der war bei dieser Polizeiaktion gestern in Berlin-Mitte vor Ort. Die Kraft des Ursprungs. Terre de Mes. Massenkapitulation in Gaza. Dutzende Hamas-Terroristen haben sich den israelischen Soldaten ergeben. Gestellt wurden die Hamas-Kämpfer in der Nähe des Kamal Adwan-Krankenhauses von Gaza-Stadt. Viele von ihnen verließen das Krankenhaus mit Waffen, bevor sie diese den israelischen Sicherheitskräften übergaben. Israelische Truppen hätten zuvor in Zusammenarbeit mit dem Inlandsgeheimdienst Shin Bet in den vergangenen Tagen ein von Hamas-Terroristen genutztes Gebäude in der Nähe des Krankenhauses ausfindig gemacht. Auch um der Ukraine zu helfen, will der Rüstungskonzern Diehl eine Fabrik in Troisdorf erweitern. Die notwendigen Flächen, die wären vorhanden, doch es gibt seitens der Politik andere Pläne. So schwelt also seit Wochen ein Streit zwischen dem Rüstungsunternehmen und der Stadtregierung von Troisdorf. Erweiterung der Produktionsanlagen oder, wie es dem Bürgermeister vorschwebt, eine Umnutzung zu einem Wohngebiet. Eine Einigung ist derzeit nicht in Sicht. In der Stadt Troisdorf bei Bonn hat bisher die Firma Dynamit Nobel Munition produziert. Das Unternehmen will das Gelände nun aber verkaufen. Ein anderer Munitionshersteller, Diehl Defense, wäre interessiert. Diehl produziert schon in Troisdorf, will sich aber erweitern. Die Stadt ist an dem Grundstück aber auch interessiert und sie hat das Vorkaufsrecht. Natürlich will sie dort dann keine Munition mehr produzieren, sondern vor allem Wohnungen bauen. Mein Job ist es als Bürgermeister, hier die Interessen der Stadt Troisdorf und der Menschen, die in der Stadt leben, zu verteidigen und auch letztendlich die Gründe, die uns im Stadtrat mehrheitlich dazu bewogen haben, zu sagen, wir wollen diese Entwicklung der Fläche mitbestimmen. Die Troisdorfer sind durchaus dafür, dass ihre Stadt hier selbst etwas tut, denn auch hier sind Wohnungen knapp. Die Stadt Troisdorf sollte es vielleicht selber kaufen, das Grundstück. Darum ging es ja, ne? Dass es nicht irgendwo anders verwendet wird. Meine Meinung ist, dass das Gelände von der Stadt verwaltet werden sollte. Ja, ich möchte gerne, dass dort Wohnungen sind für die Leute, weil mit Wohnungen ist es so eine schwierige Situation. Wir haben noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.